Sollen wir Musik haben, so? Up to you. Ich habe extra meiner Mama gefragt, was so die richtigen Kracher sind in Kroatien. Man kommt schon ein bisschen in Urlaubsstimmung. Natürlich. Ja? Sind Sie oft in Kroatien? Also das ist eigentlich das beliebteste Urlaubsjahr, also, was ich schaue. 5, 6, 7 in Istrien meistens. Ja. Wo da circa? Also ungefähr Boric. Boric kenne ich sehr gut. Ich war schon in Split, ich war schon in Rijeka, südlich von Rijeka. Aber mehr im nördlichen Bereich, also nicht so weit runter. Ja. Das ist ja ideal. Also, von hier vor Oberwart runter bis in maximal 5 Stunden bis hin. Ja, ja. Das ist perfekt. Ja. Ja. Ich habe schon mal ganz verrückte Dinge gemacht. Ich bin schon mal, weil da war nichts los am Sonntag, was haben wir? Sind wir nach Slowenien aussehen, aber erst die kleine Ortschaft draußen. Die Insel draußen in Slowenien. Der letzte Ort, Porto Rosch. Ja. Sind wir Porto Rosch gefahren, so ein Tagesausflug auf den Café, flog wieder zurück. Hat es sich gelohnt? Ja, das ist natürlich das Anziehen, ist ja das Meer und die Atmosphäre und der Flair dort. Das ist ganz was Einzigartiges. Wie ist das im Burgenland mit dem Burgenland-Kroaten? Ich weiß nicht, ist man da, weil in Wien ist es ja so, man hat ja fast schon eben diese klassische Balkanstraße in Otterkring und richtig so kleine Kommunen. Ist es da so eher ein Mischmasch, ja? Natürlich in Wien auch, aber man hat so eben Kroaten definieren sie natürlich schon über, da sieht man Soslep, Uslop, definieren sie natürlich schon über die Ortschaften, die kroatisch sind, aber da passiert ja einiges, nicht? Also vom Kindergarten bis zur Schule und so weiter, es soll ja gepflegt werden. Gestern war zum Beispiel in Neuberg, Novogora heißt das, eine Schule eröffnet, das ist zweisprachig. Das ist ja wichtig, dass man diese Sprache hält, alles burgenkroatisch. Aber darüber hinaus, da passiert natürlich viel über die Vereine, aber darüber hinaus wäre mir dagegen immer zu sagen, das sind alle Burgenländer. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, der, wenn man sagt, okay, Integration, Inklusion, das ist alles nicht notwendig. Wir leben alle gemeinsam super zusammen, jeder respektiert sie. Und ich glaube, so funktioniert es am besten. Aber es war zum Beispiel das Ortstafelthema, nie ein Thema. Das war immer ganz klar. Burgenländische Seele ist schon aus der Historie heraus und aus diesem geschichtlichen Wir waren und alles, was man, wie man entstanden ist, ist schon von der Tradition her, zumindest was die Volksgruppen betrifft, eine multikulturelle Seele. Und das ist schon die Identität irgendwo. Das hat sich schon verfestigt im Burgenland. Was hören Sie so für Musik? Also das Bestilliert ever. Auch noch für sich höre ich schon Bruce Springsteen gerne, aber das Bestilliert ever ist das Stadionlied von Dortmund und Liverpool. Ach wirklich? Warum das? Das ist perfekt, wenn man in Dortmund steht im Stadion und das Lied hört. Also das ist. Waren Sie schon mal da? In Dortmund war ich schon oft, ja. Auch im Stadion und so, ja. Mitgesungen. Natürlich, da musst du eine Stunde vorher drinnen sein, damit du die Atmosphäre mitkriegst. Die Fanclubs marschieren dort auf am Rasen. Also das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, das Erlebnis. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland ein zweites Stadion gibt, das was so wirklich so toll ist. Und die Atmosphäre so toll ist. Ja. Du weißt dort nicht, wenn du den Sport nicht auskennst. Und du gehst nur einfach rein, egal ob sie Letzter oder Erster sind, die Stimmung ist immer gleich. Das ist. In Österreich vergleichbar mit uns? Naja, im weitesten Sinne kann ich das nur mit Rapid vergleichbar sein. Aber das sind schon ganz andere Dimensionen. Ja. Generell sind Sie Fußballfan? Natürlich. Und auf EM freuen Sie sich jetzt? Das ist so. Natürlich sehr. Also ich schaue jedes Match nicht, aber. Aber die Hoffnung ist nicht so groß, oder? Die Hoffnung ist. Wie soll ich das sagen? Zweiter Platz. Und wie viele Chancen schätzen Sie meinen Kroaten zu? Also ich glaube, die Chancenrechte sind die Franzosen. Okay. Ein bisschen, glaube ich, ist der kroatische Fußball, die waren ja nicht schlecht. Die waren ja Vierter, glaube ich, in der Weltmeisterschaft einmal. Also
Oder letztens waren es zweite, sogar im Finale. Im Finale. Aber das ist ein bisschen abgeflacht, glaube ich. Also, und musikalisch nochmal zurück, Balkanlieder hören Sie auch? Also, was ich sehr gerne höre, wenn man das wirklich unter Balkanlieder subsumieren darf, ist unsere bulgarische Folklore. Okay, ja. Das ist wirklich, wir waren jetzt, wie wir in Kroatien waren, ja, tut das ja auch eine Tamborica-Truppe auftreten. Ja. Also das ist, das hat schon was. Ja. Das ist, vor allem ist das, was wir sonst teilweise dann so nicht haben, das vermittelt wirklich eins zu eins Identität. Also das ist wirklich. Ich habe tatsächlich auch Bruce Springsteen jetzt, oder? Ja. Nur für Sie jetzt. Das ist perfekt. Ich war mit der Tochter in New York, haben ein Konzert angehört für ihn. Also das war ein Erlebnis, das war ein Wahnsinn. Ja. Der hat 4 Stunden durchgespielt, ohne Pause. 4 Stunden? 4 Stunden ohne Pause durchgespielt. Also das war bemerkenswert. Das ist ja wie so eine halbe Balkan-Hochzeit dann. Das hat aber Tage. Ja, ja. Halt das Intro. Gibt's das da auch? So richtig diese ja, großen Feiern? Ja, waren Sie da schon mal dabei? Nein. Aber es gibt natürlich das halte ich glaube ich nicht mehr aus. die klassischen Hochzeiten sind ja bei uns auch der Wahnsinn in Wirklichkeit. Also wenn man dann früher denkt, allein schon die ganzen Feierlichkeiten davor, was für die Bräuche das da gibt, das ist ja, das, der Hochzeit bahnt sich ja mit lauter so Dingen an. Und und vor allem auch große Hochzeiten früher. Nicht? Also dieses kleine im Stillen irgendwie heiraten oder nur standesamtlich heiraten, da gibt es schon auch richtig große Hochzeiten. Ja. Mhm. Also fürs Feiern, glaube ich, gibt es immer Gelegenheit. Das im Burgenland explizit. Aber natürlich, das ist so wie in den kroatischen Ortschaften, ja, dass das tagelang und dass man da die Ortschaft sieht und das Ganze, das gibt es bei uns so in der Form nicht. Gibt es explizit eine Region, wo da sich viele häufen? Oder ja, es gibt da natürlich um Eisenstadt, Zagersdorf, Trausdorf, Rodersdorf, Osleb. Da gibt es einige, dann gibt es im Bezirk Oberpullendorf, Utschen, dagegen. Und bei uns im Süden natürlich nicht. Stinaze ist glaube ich, Ort, den jeder kennt. Also, ich kann gar kein Kroatisch? Nein. Gar nichts. Das ist Einsatz. Nein, ich kann wirklich kein Kroatisch. Ich verstehe natürlich ein paar Worte. Ja. Brocken vom Wortstamm her, weil ich Russisch gehabt habe in der Schule. Ah, ja. Das ist sehr artverwandt. Ja. Ja, da müssen wir heute, irgendeinen Satz müssen wir heute lernen, oder? Ich muss ein Getränk bestellen. Ja, irgendwas muss ich schon zusammenbringen. Okay, das ist... ja, noch eins von meiner Mama, muss ich zeigen. Das ist ein richtiges. Das ist ein richtiges Balkanlied. So. Hätten sowas da auch in Burgenland? Das glaube ich nicht. Also ich glaube, bei uns spielt sich das mehr in der Szene der Folklore mit der Tamborica. Also gibt es keine, wie soll ich sagen, richtigen Kroaten und das sind richtige Kroaten. Ja, ja, aber. Aber so richtig eben die damals eben aus den 90ern, sag ich mal, als Gastarbeiter. Da habe ich selber auch Bekannte, es gibt. Ein bisschen eine Community, glaube ich, aus Bosnien. Damals auch der Fluchtbewegung. Also ich bin jetzt aus dem Ramovo-Ort, da kenne ich ein paar, die muss mit mir Fußballverein gespielt haben. Die gibt es schon, ja. Aber jetzt nicht. Das waren aber eher aus der Fluchtbewegung. Die muss einfach da geblieben sein, aber von Namen da ausgebaut haben und so weiter. Ja. Man kennt in Kroatien diesen richtigen Nationalstolz, wo da noch Fahnen hängen und eben. Also ich bin mir nicht sicher, dass die Burgenland-Kroaten nicht bei einer Europameisterschaft hier zu Kroatien halten. Ja, wirklich, also, doch. Das könnte schon sein, ja. Und das ist bemerkenswert. Jetzt ist es so viele hundert Jahre her in Wirklichkeit und so hat sich diese Tradition und auch die Sprache erhalten. Das ist ein bisschen anders, aber trotz alledem. Wie halten Sie das denn als Politiker, als Unparteiischer? Sind Sie jetzt auch eher für Österreich? Ja, natürlich bin ich für Österreich. Aber im Burgenland, meine ich, ist man ja dann ein bisschen rot-weiß kariert, ist man dann doch auch, oder? Ja, das. Aber man ist Österreicher. Also, wie soll ich sagen, im Burgenland sind die meisten ein bisschen
grün-weiß kariert. Also. Aber natürlich, wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Kroatien gegen Deutschland spielt. Falls mein Lebensgefährte aus Deutschland ist, weiß ich jetzt, wenn ich wollte. Also, das ist klar. Also zu Kroatien, nicht zu Deutschland. Packe mich da halt ein bisschen ein, nicht in die Einfahrt, aber das ist ja wurscht, oder? Das darf man machen, oder? Wenn man einen Plan schaffen will. Nein, für sich nicht. Nicht. Aber ich glaube, geht davon aus, dass der Stiegelmask da verantwortlich ist. Es wäre lustig, wenn er sie abschleppen lassen würde.